Willkommen zu Rundschau 2 vom 23. August 1989. Die Schlagzeilen. Größter Kokainfund in Deutschland. Das Bayerische Landeskriminalamt stellte in München 650 Kilo des Rauschgifts mit einem Schwarzmarktwert von 200 Millionen Mark sicher. Wieder Massenflucht nach Österreich. Seit gestern Abend gelangten erneut mehr als 400 DDR-Bürger über die ungarische Grenze in den Westen. Gespannte Lage im Baltikum. Mit einer Menschenkette zwischen den Hauptstädten der Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen wurde am Abend an die Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Paktes vor 50 Jahren erinnert. Das Wetter freundlich und warm. Drogenfahnder des Bayerischen Landeskriminalamtes haben in München 650 Kilogramm Kokain sichergestellt. Das ist der bisher größte Kokainfund in der Bundesrepublik. Nach Angaben von Experten hätte das wahrscheinlich vom kolumbianischen Medellin-Kartell stammende Rauschgift für 2 Millionen Portionen gereicht. Ministerpräsident Streibel dankte der Polizei für ihren Einsatz und bat sie gleichzeitig, ihren Kampf gegen die Drogenkriminalität fortzusetzen. 650 Kilogramm reinstes Kokain verpackt in 28 großen Säcken, die größte Menge dieses Rauschgifts, die bisher in der Bundesrepublik sichergestellt wurde. Der Weg, den diese Droge in den letzten Wochen nahm, lässt sich zurückverfolgen. Ursprungsland des weißen Schnees, wie Kokain in der Szene genannt wird, ist Kolumbien. Und Zentrum des Kokainhandels hier ist die Stadt Medellin, woher wahrscheinlich auch das sichergestellte Rauschgift in München stammt. Die Drogenfahnder des Landeskriminalamts wussten bereits, dass der mit Quarzsand beladene panamaische Frachter Don Juan, der vorgestern in Bremerhaven einlief, auch Kokain an Bord hatte. Von dort aus verfolgten die Beamten einen weißen VW-Transporter bis München, den die Besatzung mit Säcken beladen hatte. Gestern Morgen erfolgte dann der Zugriff an dieser Kreuzung in München-Schwabing. 650 Kilogramm weißer Schnee, eine Menge, die verdeutlicht, dass Kokain eine immer bedeutendere Rolle spielt. Wir haben in den letzten Jahren zunehmend mehr Kokain sichergestellt. Im vergangenen Jahr waren es 496 Kilo in der Bundesrepublik und 500 Kilo Heroin. Es hält sich bereits die Waage. Die Aussage, dass Kokain keine Straßendroge sei, lässt sich so nicht mehr aufrechterhalten. Gefasst hat die Polizei bisher nur die Besatzung des Hochseefrachters und den Fahrer des VW-Transporters. 15 Männer aus Chile, Panama, Ecuador und Peru. Wohin die Droge geliefert werden sollte, ob München Zielort oder nur Umschlagplatz war, ist noch nicht bekannt. Wie der Kokainfund in München wieder gezeigt hat, ist Kolumbien die Drehscheibe des Drogenhandels. Die organisierten Rauschgiftschmuggler setzen in dem südamerikanischen Land jährlich schätzungsweise 20 Milliarden Dollar um. Die kolumbianische Polizei hat 5 Männer verhaftet, die an der Ermordung des Präsidentschaftskandidaten Luis Carlos Galán beteiligt sein sollen. Die 5 Kolumbianer wurden bei einer Razzia in der Innenstadt von Bogotá festgenommen. Bei ihnen fand man Maschinenpistolen und Munition. Die meisten der Drogenbosse sind vermutlich nach Brasilien oder Panama geflüchtet. Ihre beschlagnahmten Anwesen werden von der Armee bewacht. Die USA wollen die Auslieferung des Finanzchefs des Drogenkartells Eduardo Martinez Romero beantragen, der vor wenigen Tagen verhaftet worden war. Die DDR plant nach Informationen der Tageszeitung Die Welt Reisebeschränkungen für ihre Bürger. Sie sollen zum September in Kraft treten. Bereits jetzt würden Reiseanträge in der DDR immer häufiger abgelehnt, schreibt das Blatt unter Berufung auf diplomatische Kreise in Ost-Berlin. Durch die Beschränkungen solle der Flüchtlingsstrom über Ungarn gedrosselt werden. Unterdessen setzen sich DDR-Bürger weiterhin in Massen über die ungarische Grenze nach Österreich ab. In der vergangenen Nacht trafen erneut mehr als 400 Menschen in Wien ein. Am Nachmittag scheiterte dagegen der Versuch einer größeren Zahl von Ausreisewilligen, die Grenze illegal zu überqueren. Nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA wurden die Flüchtlinge von ungarischen Grenzposten gestoppt und mit Lastwagen abtransportiert. Heute Nachmittag vor dem Parlament in Budapest. Der kommende Generalsekretär der CDU, Volker Rühe, ist vorgefahren. Im prachtvollen Parlamentsgebäude war sein erster Gesprächspartner Parlamentspräsident Matthias Sürösch. Sürösch ist ein profilierter Reformer. Das freut mich sehr. Vielen Dank. Vor dem Amtszimmer einer Flüchtlingsfrau mit Kind weist König Arpad den Weg nach Österreich. Vielleicht das einzige Rezept für eine Lösung des aktuellen Flüchtlingsproblems.
Nächste Station, das Außenministerium auf der Budaer Seite der Donau. Hier trifft Rühe mit der Schlüsselfigur der ungarischen Politik, Außenminister Horn, zusammen. Im Ausschank das DDR-Bier Wernis Grüner. Volker Rühe spricht mit dem Oppositionspolitiker Soltan Kiray. Das Resümee des Tages: Die Lage bleibt weiter kompliziert. Niemand weiß, wie viele Deutsche aus der DDR nach Abschluss ihres Urlaubs hierbleiben werden und ausreisen wollen. Aber die beiden Regierungen sind in einem sehr engen Kontakt, der auch noch weiter verstärkt wird. Und auch meine Gespräche haben, glaube ich, ein bisschen geholfen, die Zusammenarbeit noch weiter zu verbessern. Natürlich konnte der Besuch Volker Rühes das Flüchtlingsproblem nicht lösen. Aber es war ein weiterer Schritt, sich von dem guten Willen der Ungarn zu überzeugen, eine humane Lösung für die Ausreise der Ostdeutschen zu finden. Doch es ist noch eine Menge Geduld nötig. Die DDR hat erstmals zugegeben, dass ein geheimes Zusatzprotokoll zum Hitler-Stalin-Pakt vom 23. August 1939 existiert. Durch diese Bestimmung wurde Polen in sowjetische und deutsche Einflussgebiete aufgeteilt. Die baltischen Staaten verloren ihre Unabhängigkeit. Mit Überraschung reagierte die Weltöffentlichkeit heute vor 50 Jahren auf den Pakt Hitler-Deutschlands mit der Sowjetunion. Der Außenminister des Deutschen Reiches von Ribbentrop war nach Moskau geflogen, um mit seinem sowjetischen Amtskollegen Molotow den Hitler-Stalin-Pakt zu unterzeichnen. In dem auf 10 Jahre geschlossenen Abkommen verzichten beide Unterzeichner auf gegenseitige Gewaltanwendung. Sie verpflichten sich bei kriegerischer Verwicklung eines der beiden Staaten zur Neutralität. Das in Moskau unterzeichnete geheime Zusatzprotokoll grenzte Macht- und Interessensphären in Osteuropa ab. Der Pakt bereitete Hitlers Angriff auf Polen am 1. September 1939 und damit den Zweiten Weltkrieg vor. Auf zahlreichen Kundgebungen wurde heute Abend in den baltischen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen an die Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Pakts erinnert. Höhepunkt der Veranstaltung war eine rund 620 Kilometer lange Menschenkette. Baltische Straße nennen die Veranstalter die Volksfronten Estlands, Lettlands und Litauens ihr Protestprojekt. 1,5 Millionen Menschen verbinden Hand in Hand die drei Hauptstädte Tallinn, Riga und Vilna miteinander. Sie erinnern nicht nur an die Einverleibung der bis 1940 unabhängigen baltischen Staaten durch die Sowjetunion, sondern sie verlangen auch die schrittweise Autonomie von Moskau. In allen drei baltischen Sowjetrepubliken wurden die früheren Nationalfarben mit Trauerflor auf Halbmast geflaggt. Und die sowjetische Nachrichtensendung Vremya berichtete sogar um 19 Uhr aus dem Baltikum. Die türkische Regierung lässt ab Freitag Züge von Bulgarien nicht mehr über die Grenze. Wie die Deutsche Bundesbahn mitteilte, wird deshalb der zwischen München und dem Istanbuler Kopfbahnhof Sirkeci verkehrende Istanbul-Express nur noch bis zur bulgarischen Grenzstation Svilengrad fahren. Mit dieser Maßnahme will die Regierung in Ankara den Zustrom türkischer Flüchtlinge aus Bulgarien eindämmen. In der CDU reißt die Kritik an der geplanten Ablösung von Generalsekretär Heiner Geißler durch Volker Rühe nicht ab. Der Vorsitzende der Partei, Bundeskanzler Kohl, verteidigte dagegen seinen Entschluss. Die Union brauche auch in der Parteispitze dringend eine Verjüngung, sagte Kohl. Vor der CDU-Zentrale am Tag danach. Gestern hatte die Absetzung Heiner Geißlers viel Staub aufgewirbelt. Heute noch erreichten zahlreiche Protestbriefe aus den eigenen Reihen das Konrad-Adenauer-Haus. Und es war schon Ironie des Schicksals, dass der Generalsekretär heute just den Leitantrag zur Umweltpolitik mit vorstellte, der auf seinem letzten Parteitag als CDU-General die sachpolitische Zukunft der Union bestimmen soll. Unter dem Motto unter der Verantwortung für die Schöpfung mit mehr als 600 Einzelanträgen soll der Leitantrag dem SPD-Programm Fortschritt 90 und umweltpolitischen Forderungen der Grünen entgegengestellt werden. Ob auch für Geißler die Umweltpolitik im Mittelpunkt stehe, wollte einer wissen. Darauf können Sie sich verlassen. Die klare Antwort. Schwerpunkte des Antrages sind die internationale Zusammenarbeit in der Umweltpolitik und die Forcierung eines ökologischen Marshallplanes. Und die junge Union will als Einstieg für ein Vetorecht im Kabinett neben dem Rotstift für den Finanzminister auch den Grünstift für den Umweltminister. Doch das große Schlagwort heißt Anreiz durch Abgaben. Es ist deutlich geworden, dass unsere Parteigliederungen in Abgaben nicht die Finanzierungswirkung sehen, sondern die Anreizwirkung in den Vordergrund gestellt wissen wollen, dass die Qualität einer solchen Abgabe sich eben davon ableitet, dass umweltfreundliches Verhalten
entsprechend provoziert, herausgelockt wird und nicht das Abgabe gezahlt wird. Fazit, es soll sich die Kraft der Union, so zumindest der gute Vorsatz, nicht in Personaldiskussionen verlieren. Mit 20 Millionen Mark zusätzlich will Bayern im nächsten Jahr den Bau von Wohnungen für Staatsbedienstete fördern. Insgesamt stehen damit für diesen Zweck im Doppelhaushalt 89-90 120 Millionen zur Verfügung. Mit dem Geld soll nach Angaben von Finanzminister Tandler vor allem die Wohnungssituation im Ballungsraum München für Pflegekräfte und Polizisten erleichtert werden. Polizeimeister Volker Kerstner Streifenfahrt. Seit 7 Jahren ist er Münchner Polizeidienst. Mittlerweile ist er verheiratet und hat 2 kleine Kinder. Er lebt zwar in einer Sozialwohnung, doch die ist mit 50 Quadratmetern viel zu klein, eine größere nicht in Sicht. Wir schlafen zu viert in einem Raum. Und der Kleine, der ist 7 Monate alt, der schreit die halbe Nacht, da können wir natürlich auch nicht gescheit schlafen. Haben Sie es schon mal auf dem freien Wohnungsmarkt versucht? Habe ich es auch schon probiert. Aber unter 1500 Mark circa für eine 3-Zimmer-Wohnung geht gar nichts in München. Das kann ich mir nicht leisten bei der Alleinverdiener. Er ist durchaus kein Einzelfall. Viele Polizeibeamte versuchen, den hohen Lebenshaltungskosten in München zu entkommen. Knapp 400 haben Versetzungsgesuche eingereicht. Eine bezahlbare Wohnung würde für manchen von ihnen die Situation entschärfen. Mit den jetzt aufgestockten staatlichen Mitteln können 500 bis 600 Mietwohnungen gefördert werden. Unterstützt wird auch, wer selber baut oder eine Eigentumswohnung kauft, und zwar in Form von zinsgünstigen Darlehen. Damit das Programm zum Laufen kommt, appelliert das Finanzministerium vor allem an die Landeshauptstadt, mehr Bauland als bisher auszuweisen. Profitieren sollen von der staatlichen Wohnungsförderung auch die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, insbesondere Krankenschwestern. Mit einem Nettoanfangsgehalt von 1600 Mark haben sie in der Regel kaum eine Chance, auf dem freien Wohnungsmarkt in München etwas Bezahlbares zu finden. Besser als erwartet fiel die Bilanz des letzten Skiwinters für die Zugspitzbahn aus. Trotz des Schneemangels wurden 10% mehr Personen befördert. Während andere bayerische Bergbahnen im vergangenen Winter rote Zahlen schrieben, konnte die bayerische Zugspitzbahn sogar noch ganz beachtlich zulegen. Der Grund, weil woanders der Schnee fehlte, kamen umso mehr Skifahrer zur Zugspitze. Dieser Zuwachs war bedingt durch außerordentlich günstige Schnee- und Wetterverhältnisse während der Wintersaison 1988 und außerdem gekoppelt durch die großen Investitionen, die im Zugspitzgebiet vorgenommen worden sind, insbesondere für das Wintergeschäft. Besonders der Tunnelbau zum Zugspitzplatt mit einem neuen Gletscherbahnhof wirkte sich positiv aus. Durch die Anschaffung von 2 neuen Schnelltriebwagen konnten in der Wintersaison 18% mehr Skifahrer in den Gipfelschnee befördert werden als im Jahr zuvor. Der Jahresgesamtumsatz von 18,5 Millionen Mark bedeutet eine Steigerung des Ergebnisses um 4,5%. Doch die Zugspitzaktionäre haben keinen Grund zum Frohlocken. Sie gehen nämlich leer aus. Der Aufsichtsrat beschloss, den Bilanzgewinn zur Stärkung der Finanzkraft im Unternehmen zu belassen. Malerei aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist zurzeit in Rosenheim zu sehen. Die Bilder aus der weltberühmten Moskauer Tretjakow-Galerie werden zum ersten Mal in der Bundesrepublik gezeigt. Geöffnet ist die Ausstellung in der Städtischen Galerie Rosenheim noch bis 22. Oktober. Ein Morgen im Russland des Jahres 1851. Endlos wirkt die Steppe im milchigen Licht. Russischer Realismus, der vor allem in der Landschaftsmalerei stark beeinflusst ist von der Romantik. Es entstehen lyrische Bilder, fast schon poetische Betrachtungen, wie hier in Großmutters Garten. Eine Stimmung wie aus einem Roman von Turgenev. Gesichter, Personen und Details werden möglichst wahrheitsgetreu nachgezeichnet. Und berühmte Zeitgenossen dienen häufig als Modell, zum Beispiel Tolstoi. Aus der genauen Beobachtung entwickelte sich auch ein neuer Stil zu porträtieren. Die Porträts dieser Zeit sind zwar dekorativ, aber immer auch ein Spiegel der Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit enthielt aber neben der Romantik vor allem soziale Missstände. Die harte Arbeit der Wäscherinnen, die Wolga-Treidler, die das schwer beladene Schiff flussaufwärts ziehen. Offene Sozialkritik an Erniedrigung, Unterdrückung, Leibeigenschaft und Ausbeutung. Der Niedergang des zaristischen Russland war eingeläutet. Die oppositionelle Intelligenzia nimmt den Kampf gegen das zaristische Regime auf. Stolz lehnt der zum Tode verurteilte Sozialrevolutionär die letzte Beichte ab. Und der Gefangene blickt sehnsüchtig auf das kleine Stück Himmel, Symbol der Freiheit.
Zum Sport. Im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen Bayern München und dem 1. FC Köln steht es im Olympiastadion 15 Minuten vor Schluss 3:1 für die Münchner. Hier die Gewinnzahlen im Mittwochslotto. Ziehung A 4, 10, 34, 41, 42, 45, Zusatzzahl 7. Ziehung B 2, 4, 10, 36, 40, 43, Zusatzzahl 14. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 4, 0, 8, 9, 9, 5, 2. Diese Angaben wie immer ohne Gewähr. Das war die Rundschau 2 vom 23. August 1989. Das Wetter. Morgen heiter, mitunter wolkig, jedoch niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen diese Nacht bei 14, Höchstwerte morgen um 24 Grad.